Das ist unsere Seapearl, mit der wir seit August die Meere unserer Welt erkunden, immer auf der Suche nach schönen Orten und tollen Bildern. Mein Mann Matthias und ich, Luisa, freuen uns, wenn ihr jeden Sonntag mit an Bord kommt und hautnah dabei seid. Um nichts zu verpassen, abonniert gleich unseren Kanal und lasst uns gerne ein Like da. Nach unserem schönen Abend in Marbella haben wir uns auf den Weg Richtung Gibraltar gemacht. Endlich war er mal wieder da. Toller Schiebewind von hinten. Wir fahren entlang der Costa Blanca. Da kommen wir her, das ist Marbella. Wir haben doch deutlich Schiebewind von hinten, aber wunderbar. Richtung Gibraltar. Wir genießen die kurze Etappe so richtig und freuen uns auf den nächsten großen Meilenstein der Reise. Unser Weg in Richtung Europa Point, der Südspitze von Gibraltar. Das sieht man jetzt wunderbar unter unserer Fock auftauchen, den Affenfelsen, also den Felsen, aus dem eigentlich Gibraltar besteht. Und ganz typisch bei so einer Wetterlage hat der oben so eine Mütze aus einer Wolke. Und links im Dunst sieht man doch schon Marokko. Die Wellen türmen sich teilweise ziemlich auf, macht es fast ein bisschen unruhig hier die Überfahrt, aber zeitweise ist es auch ganz ruhig. Und der Captain, der versucht, die Wellen auszugleichen. Ja, ich bin ein bisschen angespannt, weil es vorsichtig so schlägt. Aber mei, es ist nicht mehr lang und wir kommen super schnell voran. East Anchorage vor Gibraltar. Innen dran vorbei und dann sieht man genau vor uns den Europa Point. Matthias und die Anker. Tanker. Matthias. Matthias und die Tanker, die da ankern. Und nochmal der Europa Point etwas näher. Und der immense Berg. Ist das der Affenberg? Affenfelsen. Affenfelsen? Ja. Der immense Affenfelsen. Macht das so souverän, ich sollte Stadtführungen in Gibraltar anbieten. Auch hübsch ist die Moschee direkt neben dem Europa Point, beziehungsweise neben dem Leuchtturm vom Europa Point. An der, auf der Kamera rauskommt, aber es ist unglaublich kappeliges Wasser. Wir haben es ein bisschen blöd getimt und sind jetzt hier am Europa Point
Strömung kommt von da und Wind kommt von da. Und deshalb ist es hier ein bisschen ungemütlich gerade. Trotz der anstrengenden Verhältnisse rund um diese ikonische Landmarke segeln wir bis in die Hafenbucht vor Gibraltar, bevor es dann unter Motor entlang des historischen Hafens zum günstigen Tanken geht. Neben dem gelben Tanker haben wir das Segel eingepackt. War eine gute Entscheidung, weil da haut es jetzt ganz schön Fallböen runter. Aber wir haben Europa Point mit dem Segel gerundet. Wo ist das Ego, Matze? Da oben. Ah. Über dem Affenfelsen. Am Weg zur Tankstelle in einer der Marinas fährt man entlang der Landebahn des Flughafens. So hatten wir das auch noch nie. Cent. 70 Cent Pfund. Was ist 70 Pfund Penny? 70,9 Penny der Liter. Wow. Ist auch komisch, wenn man auf die Anzeige schaut und plötzlich die größere Zahl die Literzahl ist. Ja. Wie fühlt sich's an, wenn wir jetzt mit 330 Litern 234 Euro gezahlt haben? Ha, cool. Wir waren nämlich gerade in Gibraltar nur so halb erlaubt, weil wir haben noch die spanische Gastlandflagge oben. Fühlt Aber sich? Es hat keiner was gesagt. Und da haben wir jetzt für 70 Penny den Liter getankt, haben eh einen fast dreiviertel leeren Haupttank vom Schiff gehabt und haben uns vor 3 Tagen in Almerimar noch mit extra Kanistern versorgt. Dann haben wir jetzt nochmal 170 Liter gebunkert. Damit sind wir also auch ausgerüstet, sollte mal ungeplant irgendwie eine lange Flaute kommen oder. Es fühlt sich gerade gut an, weil das war so das letzte Tickchen, was zu tun war am Schiff. Nein, das sind noch 2 kleine Schnüre zu korrigieren, bevor wir dann raus nach Madeira fahren. Und das ist sehr cool. Morgen haben wir einen Tag Sightseeing in Gibraltar. Gibraltar empfängt uns mit fast schon englischem Wetter. Grau, wolkig und ziemlich viel Wind. Aber die Sea Pearl liegt absolut sicher im Hafen und wir können uns dieses besondere Land anschauen. Schon die Einreise ist speziell. Weil so wenig Platz rund um den Affenfelsen ist, geht die einzige Straße rein und raus quer über die Stadt- und Landebahn des Flughafens. Anschließend gibt es erstmal Full English Breakfast. Die Reste vom englischen Frühstück. Zufrieden? Ja, und voll. Nachdem die Seilbahn auf den Affenfelsen gerade gewartet wird, schließen wir uns einer geführten Mini-Busfahrt zu den wesentlichen Highlights an. Es ist zwar viel los, aber eine gute Gelegenheit, sehr schnell sehr viel über Gibraltar zu erfahren. Wir sehen eine illuminierte Tropfsteinhöhle mit Sounduntermalung, die St. Michael's Cave.
Weiter geht es mit einem grandiosen Ausblick von einer verglasten Aussichtsplattform und zu den namensgebenden Berberaffen. Unser Super. Und dann sind wir hier vorgelaufen über den Airport, all the way through Gibraltar. Und wir sind am Affenberg. Anschließend besuchen wir eine Stollenanlage auf halber Höhe im Fels. In den ehemaligen Befestigungsanlagen lernen wir viel über die militärische Relevanz Gibraltars und die teils erbitterten Gefechte rund um den Affenfelsen. Am Weg nach unten in die Stadt besuchen wir noch eine alte Festung aus maurischer Zeit und sehen ein paar ältere und ruhigere Viertel. Nach dem vielen Sightseeing freuen wir uns schon auf eine weitere britische Spezialität. Schwarzen Tee mit einem Schuss Milch und dazu Scones mit Clotted Butter. Für uns ist mit dem Besuch in Gibraltar auch die Zeit im Mittelmeer und in Spanien vorbei. Im kommenden Video nehmen wir euch mit auf die lange Etappe von Gibraltar nach Madeira. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne wieder ein Like da und erzählt doch auch euren Freunden und Bekannten von unserem Kanal.